Hallo zu einem neuen Blumenstrauß der Woche. Die drei Herren hier haben sich bei mir gemeldet und wollen heute jemanden überraschen. An wen geht denn der Blumenstrauß? Es geht an die Erika Schuster. Sie ist die Gründerin, Leiterin und Organisatorin vom Nachbarschaftshilfe Holzheim Bölling. Rüdershof. Jawohl, ja. So, wunderbar. Damit das alles auch korrekt ist. Genau. Hallo, wir sind von Neumarkt TV und Sie bekommen heute von uns den Blumenstrauß der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Für was? Wieso, weshalb? Das soll ein kleines Dankeschön sein. Für dich und deine Arbeit in der Nachbarschaftshilfe. Das ist aber nett. Ich bin ganz baff. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich zum Friseur gegangen. Erzählen Sie mal ganz kurz, Nachbarschaftshilfe, wie sind Sie überhaupt dazu gekommen? Da ist die Nachbarschaftshilfe bereits gegangen. Die Frau Hutter hat das in die Wege geleitet. Und ich fand das gut. Und nachdem mein Mann gestorben ist und ich alleine war und Zeit hatte, und da dachte ich, jetzt gründest du in Holzheim auch so etwas. Was macht denn die Nachbarschaftshilfe alles? Fahrtdienste zu Ärzten, zu Massagen, ja, auch Kinderbetreuung oder Leute zum Krankenhaus holen. Kleine Sachen, die zwar von anderen auch abgedeckt werden, aber die was kosten. Und wir machen das wirklich ehrenamtlich, ohne einen Cent, also für die Arbeit, was wir lediglich verlangen, das sind 30 Cent pro Kilometer. Ich hoffe, wir konnten Ihnen eine kleine Freude mit dem Blumenstrauß machen und machen es genauso weiter, bitte. Vielen Dank. Das ist eine Überraschung.